Eines schönen Tages wurden wir aufgerufen und es hieß, ihr fahrt nach Hause. Woraufhin mein Kollege, der hieß Levitan, Leo Levitan, dass der sagte zu den Posten, hier, wenn ich nach Hause fahre, dann will ich meinen Schmuck wieder haben. Dem hatten sie offenbar bei seiner Verhaftung Schmuck abgenommen. Und es dauerte nicht lange, da kriegte der seinen Schmuck wieder. Also etliche, was weiß ich, Ringe, Armbänder und Ketten, was die so hatten. Und als der den Schmuck wieder kriegt, da fiel mir ein, wo ist deine Uhr? Und da habe ich gesagt, ja, und ich muss meine Uhr dann wieder kriegen. Und der guckte dann in die Akte und sagte, ja, aber wo ist die Quittung? Du hast eine Quittung bekommen. Nun ist das richtig, ich hatte damals eine Quittung bekommen, aber damals, da hatte man keinen Gürtel, keine Taschen, nichts, wo man irgendetwas hätte aufheben können, jetzt 48, nicht? Und der Nächste, der irgendwo ein bisschen Machorka hatte, fragte, hast du Papier für eine Zigarette? Da war die Quittung weg. Und so habe ich jetzt behauptet, ich habe nie eine Quittung bekommen. Und das hier steht aber, du hast eine Quittung bekommen. Und ich sage, ich habe nie eine Quittung bekommen. Und das ging dann eine Weile hin und her. Bis dann aber schließlich doch die Leute ein Einsehen hatten und sie gaben mir die Uhr. Diese Uhr, die ja schon über Generationen im Ja, Familienbesitz das eine gewesen ist. alte goldene Taschenuhr mit Schlüssel und der Schlüssel war fein säuberlich an einem Stückchen Strippe oben an das Öhr angebunden. Und da kriege ich die Uhr wieder. Und was mache ich als erstes? Ich mache den Schlüssel ab und versuche die Uhr aufzuziehen. Und das Sensationelle, die Uhr tickt. Und sie tickt auch heute noch.